Köln spielen eine solide Saison. Bei Köln, was neu ist, Kontinuität und Stabilität wird groß geschrieben. Alle Respekt für, was die entwickelt haben in den letzten Jahren und immer wieder auch sich sehr gut verstärkt. Es ist eine Mannschaft, die sehr diszipliniert spielt, eine Mannschaft, die eher über Konter kommt, durch natürlich Modest, aber Osako, Clemens und Bittencourt, die sehr schnell nach vorne. Da müssen wir sehr, sehr konzentriert, aber auch in unsere, wenn wir im Ballbesitz sind, wenn diese Phase kommen, dass wir nicht die gleichen Fehler wie letzte Woche machen, weil da geht es blitzschnell nach vorne. Und dann könnte man auch sehr, sehr schnell in Gefahr geraten. Deswegen, wir müssen auch, was wir uns vornehmen, müssen wir das konsequent umsetzen und nicht in diese Falle der Konter reinzulaufen. Eine Mannschaft, die natürlich gut drauf ist, Rückenwind hat, aber es ist Bundesliga und jeder Spieltag ist eine neue Chance. Jeder Spieltag hat seine Wahrheit. Und jetzt haben wir uns erholt von Augsburg, sind wir gut im Training. Heute war auch eine sehr gute Trainingseinheit. Und von daher, wir gehen auch mit Zuversicht in dieses Spiel rein. Ja, das ist immer die Frage, was wollen wir? Taktik, wie sind wir aufgerichtet? Was habe ich für flexible Spieler? Auf der Bank muss man immer sehen, dass wir offensive Spieler haben, dass wir immer einen Innenverteidiger haben, Mittelfeldspieler. Ja, das muss man natürlich sehen, dass alles ausgeglichen ist und dass wir nicht zu viel von einer und weniger von der anderen. Es muss so schwer wie möglich für mich sein. Das ist unser Ziel. Wir wollen auch, dass die Mannschaft selbst in Konkurrenzkampf kommt. Dann, dass irgendwann mal dass die Leistungsprinzip auch vom Training, von Spieltag natürlich bewertet wird, von Taktik. Ausrichtung, was wir umsetzen wollen. Ja, und das sind die Argumente, die wir dann haben als Trainer, um die Spieler zu erklären, warum wir so entschieden haben und nicht so. Also was ich diese Woche gesehen habe, sieht richtig gut aus. Seine Knie, die letzten zwei Wochen, die Belastung komplett ausgehalten. Die letzten 10 Tage hat er komplett mittrainiert. Auch die intensive Trainingseinheit hat er mitgemacht. Lauferisch ist er gut drauf und wie gesagt, diese Woche hat uns wirklich ein gutes Gefühl gegeben und keine Anzeichen, dass er nicht dabei sein könnte. Das heißt nicht, dass er unbedingt dabei ist, aber das heißt nicht, dass er nicht dabei ist. Ja, ich glaube, er hat diese Woche eine wichtige Teste bestanden, dass wir gestern zweimal trainiert haben und auch mit Antritt trainiert haben und das hat er zweimal mitgemacht, durchgehalten. Heute war er auch sehr gut drauf und das sind immer die Zeichen in der Vergangenheit, das war nicht möglich, was wir trainiert haben und deswegen das ist für uns auch eine positive Orientierung, dass wir jetzt, er kann diese zwei Trainingseinheiten jetzt verkraften und wie gesagt, er präsentiert sich sehr gut, total befreit auch, lauffreudig. Es ist ein anderes Bild als vor 3 Monaten noch. Ja, wir spielen nicht mehr auf Sieg. Also es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, der keine Spiel auf Sieg spielt. Und wir sind auch ein Verein, wir spielen immer auf Sieg. Aber wir konzentrieren uns auf was wir umsetzen haben. Wir schauen natürlich, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben. Und was ich schon gesagt habe, dass dieser Schwerpunkt muss umgesetzt werden in Köln, um auch diese Mannschaft Problem zu bereiten. Ja, und in unserer defensiven Arbeit haben wir im Verbund, dass wir auch zurück an unsere Stärke, auch an diese lauferische Arbeit, ja, diese Miteinander auf dem Platz, was uns auch diese 3 Siege hintereinander geschenkt haben und dass ich erwarte von der Mannschaft, dass die das konsequent umsetzen. In erster Linie auch inhaltlich, was wir umsetzen wollen, ja, das ist klar.